ich heiße Yuen Leroy, ich bin 13 und ich bin in die 3A. Ich habe einen Bruder und eine Katze. Ich mag es Tennis spielen. Ich will nicht Klassensprecher werden, weil ich zwar cool und nett bin, aber ich bin auch nicht offen. Wenn ich in der Öffentlichkeit spreche, ich bin kandidiert nicht, weil ein guter Klassensprecher muss offen und seriös zu sein. Obwohl ich kenne einen Freund, der Klassensprecher war und er fand Klassenkonferenz gut. Ich finde Klassenkonferenz langweilig, weil lang und storen ist. Das Schlechteste ist die Klassenkonferenz fahren, weil Ende der Tag ist, obwohl ich wichtig der Klassensprecher zu sein, danke, weil ich finde gute Klassenklima, aber danke. Hallo, ich heiße Gabin und ich bin 14 Jahre alt. Ich bin in der 3. Klasse. Ich bin zwar nervig, aber auch oft offen und sympathisch. Ich bin zwar sympathisch, wenn mit den net anderen. Aber auch manchmal nervig mit die nervig anderen. Ich will kandidieren, weil ich engagieren Lust hat. Ich will der Schüler Gymnasium helfen, in dem der Gymnasium der Tisch aus in dem Schulhof Avendur. Ich finde das eine gute Klassensprecher machen, aber mag ich nicht der Klassenkonferenz. Ich hatte es nicht gern, wenn der Lehrer von mir sprechen mag und ich mag nicht Kommentare der Lehrer. Eine gute Klassensprecher muss zwar nett, seriös und offen. Ich muss engagieren in der Klasse und mit mir. Hallo, ich heiße Mathilde, ich bin 14 Jahre alt, ich bin in der 10. Klasse, ich bin zwar lustig, aber ordentlich, seriös und offen. Ich hasse es, wenn eine Person arrogant ist und mich nervt, wenn eine Person angeht. Ich liebe den anderen so zu hören und den anderen verteidigen. Umso meine Vorstellung, ich will mich engagieren für Klassensprecherin sein. Für mich eine ideale Klassensprecherin ist jemand, der mit den Lehrern sprechen soll. Meiner Meinung nach muss er Respekt vor den anderen haben. Ich fand, dass Klassensprecherin sein ist sympathisch. Eine gute Klassensprecher muss immer höflich sein und er soll die Probleme der anderen ernst nehmen, obwohl das nicht interessant ist. Ich will Klassensprecherin sein, damit der Klassenkonferenz mitmachen. Für mich ist wichtig ein gutes Klassenklima und ich habe keine Angst vor Verantwortung. Ich mag Probleme lösen vor Schüler. Ich habe keine Angst, Klassensprecherin sein, während ich ein kleines bisschen schüchtern bin. Ich soll tatkräftig sein, um meinen Klassenkameraden zu stützen. Ich will Klassensprecherin werden, um den anderen verstehen sie wollen. Ich muss logisch denken, um die anderen zu verstehen. Ich war schon Klassensprecher in der 14. Klasse. Ich hasste es, wenn die Lehrer von mir sprachen, weil es mir stören mich. Ich will Klassensprecherin sein. Tschüss.
Hallo Jedermann, ich heiße Titouan Delay und ich bin 14. Ich studiere im Collège Lucien Millet in die 3A. Ich möchte kandidieren, um die Klasse zu helfen, und ich finde, dass ich ein guter Klassensprecher wäre, weil ich bin seriös, oft offen und ziemlich sympathisch und lustig. Wenn ich gewählt bin, ich wollte schaffen viele Werkstatt, wie eine Musikwerkstatt, eine künstlerische Werkstatt oder eine sportliche Werkstatt, weil ich wünschte, dass der Gymnasium viele Aktivitäten den Schülern vorschlägt. Ich versuchte, das Projekt den Lehrern vorzuschlagen, wie Ausflüge im Kino oder im Museum, um die Schüler darin zu entdecken. Meine Objektive als Klassensprecher sind vor allem meinen Kameraden zu Hilfe zu kommen. Ich kandidiere für meinen Kameraden, während meinen Rivalen, die es für den Ruhm. Ich stütze sie in dem Schweiß und die Müdigkeit, und dann sind sie mit mir. Ich heiße Luna, ich bin 14 Jahre alt, ich wohne in Lesum. Ich habe zwei Brüder, die Mathis und Evan heißen, und ich habe zwei Katze, die Rookie und Moustache heißen. Ich bin in 11. Klasse in die Collège du Saint-Millet. Ich bin sehr schüchtern, wenn ich nicht die anderen kenne, als ziemlich offen, wenn ich die anderen kenne und dass sie meine Freuden sind. Ich bin sehr seriös, wenn ich in die Schule bin, aber manchmal fantasievoll, wenn ich Texte schreibe. Ich habe es nicht gern, wenn jemanden auslacht. Ein idealer Klassensprecher soll gut reden, um die anderen zu verteidigen. Für mich muss er die Probleme der anderen ernst nehmen. Klassensprecherin sein ist sehr gut, weil man die anderen in die Krankenstation begleiten könnte, obwohl es langweilig ist, weil manchmal mit den Lehrern sprechen muss. Da ich seriös bin, darf ich Klassensprecherin sein, und da ich logisch denke bin, darf ich anderen helfen. Wenn ich Klassensprecherin war, möchte ich den Schülern in Schwierigkeiten zu helfen. Ich soll sympathisch sein, um guten Klassenklima zu haben. Ich bin schüchtern, weil ein guter Klassensprecher dem Schulleiter seine Meinung geben muss. Ich bin kandidieren, um Klassensprecherin zu werden. Hallo, ich heiße Julie, ich bin 13 Jahre alt, ich bin in 3A. Ich bin zwar schüchtern, wenn ich mit anderen bin, aber ich mag sprechen, wenn ich zu Hause bin. Ich denke, dass ich nicht sehr gut für die Klassensprecherin bin, aber ich will gut wert sein, wenn jemand von mir wird. Ich weiß nicht, so ich will die Klassensprecherin sein. Ich möchte der anderen zu helfen, wenn sie traurig sind, aber sein Klassensprecher nicht egal ist. Ich bin auch egoistisch, wenn ich etwas will und wenn ich so nicht gut bin. Für mich ein guter Klassensprecher ist jemand, responsiv und seriös zuerst ist und organisieren. Ich denke, dass nicht ich die Klassensprecherin sein kann,
weil ich mir wählen werde. Aber ich habe keine Lust. Ich kenne einen Klassenkameraden, der Klassensprecher war, aber ich nicht das mag. Ich bin kein super guter Arbeiter. Ich bin nicht sehr seriös für meine Arbeit zu Hause, aber wenn ich arbeiten gut muss, ich gut arbeite. Ich möchte nicht die Klassensprecherin sein, weil ich nicht mag. Aber wenn ich die Klassensprecherin war, ich möchte meine Beste. Wenn ich war Klassensprecherin, ich machte Arbeit zu Hause, um der anderen zu helfen. Ich hatte keine Vorstellung. Guten Tag, ich heiße Cyrien Moreau und ich bin 14 Jahre alt. Ich wohne in Le Puy Notre-Dame und ich bin in 3A im Collège Saint-Mier. Ich bin zwar nett, wenn ich mit meinem Freund bin, aber auch manchmal frech, wenn meine Eltern mich ärgern. Ich bin sehr cool, wenn die anderen mit mir sympathisch sind. Eine idealer Klassensprecher soll logisch denken, um die anderen zu verstehen. Er soll verständnisvoll sein, um die Probleme zwischen Lehrern und Schülern zu schlichten. Ich will Klassensprecherin sein, weil ich die Probleme der anderen lösen will und weil ich Verantwortung haben mag. Wenn ich gewählt werde, ich kann dem Lehrerkollegium ein Projekt erklären, wie weder Stunden haben. Danke, auf Wiedersehen.